So, jetzt noch unser Corona-Update vom 13.06.2021. Es wird kurz heute. Ja, die ganze Sache ebbt ja ab. Ich hoffe, dass es auch so bleibt und wir nicht irgendwelche Meldungen bekommen von den ansteigenden Infektionszahlen nach den Fußballspielen. Naja, warte mal. Also, gestern war ein Online-Kongress zum Thema Corona. Der ging den ganzen Tag, also am Samstag, war sehr interessant. Und was da ganz klar rüberkam, wir müssen uns viel, viel mehr noch um die Behandlung und um die Vermeidung der Erkrankung kümmern. Also die Behandlung nicht auf der Intensivstation. Mit Beatmung, ohne Beatmung, mit invasiver Beatmung, also mit Tubus, der da in die Luftröhre gesteckt wird, oder nur mit Maske. Dass, wenn wir so weit sind, dann sterben leider eine Menge Leute. Also bei beiden Verfahren, ich sag's mal, 50%. Sind keine schönen Zahlen. Also wir müssen uns mit anderen Behandlungsmethoden ganz intensiv beschäftigen. Da muss geforscht werden. Ich habe auch mit der Kollegin, die ich da in einem Interview gehört habe im Deutschlandfunk, die diese Help-Apheresen, also diese Blutwäsche macht, Kontakt ist aufgenommen. Wir schreiben uns, wir telefonieren miteinander und schauen wir mal, was ich da noch weiter herausfinden werde. Was erfreulich ist, dass unser BioNTech-Impfstoff wohl wirkt, auch bei der Delta-Variante. Man hat jetzt die Namen weggelassen, also Indien ist damit gemeint. Man hat da Versuche durchgeführt und wir können wohl sicher sein, dass diese Impfung, BioNTech-Impfung, dass die eben auch wirkt bei der Delta-Variante. Wie die Impfung wirkt, das können Sie in einem Trickfilm sehen, den habe ich heute auch auf unseren Seniorenkanal gestellt. Also die Impfung wirkt mehrfach. Das sind ja nicht nur die Antikörperbildung, die das Virus neutralisiert, also zerstört, sondern es gibt ja auch die sogenannten Killerzellen, die natürlichen Killerzellen, die T-Zellen, die eben infizierte Zellen, bereits infizierte Zellen, ja, bekämpft, also auch neutralisiert. Also das ist eine ganz spannende Sache. Diese Impfung, wie die genau wirkt. Das ist also erfreulich. Und das ist eigentlich alles, was ich jetzt für Sie aus diesem Kongress mit nach Hause nehmen konnte. Das andere war sehr, sehr, sehr speziell und eignet sich nicht für unseren YouTube-Kanal, der ja mehr für Laien geeignet ist. Aber immerhin, Impfung wirkt auch bei der Delta, Klammer auf, Indien-Variante. Zweitens, ich bleibe dran, weil mit der Blutwäsche ist ja nicht nur etwas für Long-Covid, also für die Spätfolgen von Covid. Damit hat sich der Kongress auch beschäftigt, ganz, ganz wichtig. Sondern auch diese Help-Apheresen ist ja auch etwas, was wohl auf die Intensivstation oder sagen wir mal ganz allgemein in die Krankenhäuser gehört. Und Impfung wirkt, habe ich schon gesagt. Okay, in diesem Sinne, machen Sie es gut und vor allen Dingen bleiben Sie mir gesund. Tschüss.